Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns hier irgendwo bei einem komischen Bergwerk. Da wollen wir reingehen, allerdings muss ich zuerst einmal ganz, ganz kurz gucken, ob nicht meine Pilze am Vergammeln sind. Denn das ist wichtiger. Die Pilze. Verdorbenes Gemüse, das gefällt mir schon mal gar nicht. Feuerhut. Ah, das hält noch ein bisschen. Und dann haben wir noch das Schnapsriet. Das muss ja auch noch ein bisschen halten, ne? Okay, das hält auch noch ein bisschen. Gehen wir rein. Ich will wissen, was das ist und das ist nicht auf der Karte verzeichnet. So, was haben wir denn hier? Erstmal Stefan rausholen, ne? Also ganz klar. Wieso zeigt die Quest da hinten hin? Baue im Bergwerk am Gaule Kohle ab. Das ist die Quest. Mit Level 6 verbrannten. Da wird nur ein Kohlekraftwerk, ne? Weißt du was? Wir holen hier mal den Fernator raus. Da geht ein bisschen schneller. Die sind hier sowieso nur Stufe 6. Und dann läuft man hier durch und baut Kohle ab? Wofür braucht man Kohle? Wie kommt man da hin? Aber ich habe doch nicht so viel Zeit, Leute. Ich will nicht, dass mein Feuerhut vergabbelt. Ich war gerade echt kurz davor, wieder rauszugehen. Aber ich muss das hier tun. Du bist im Weg, Mann. Sei nicht so fett. Der Knopf. Oh cool, ich habe mich eingesperrt. Was wollt ihr jetzt machen, ne? Bin ich hier sicher? Huh. Anscheinend nicht. Nicht so sicher, wie ich dachte. Ja, komm, mein Freund. Ich komme jetzt mal zu dir. Den reden wir über alles. Wieso dreht sich das? Ups. Ich mag es nicht, wenn es sich dreht. Gibt's hier irgendwas? Ich brauche noch ein paar Teddys. Achso, ich habe mir gerade die Heilsalbe reingezogen. Ich wollte schon sagen, hä, wieso? Kriegst nur so wenig HP. Das war die Heilsalbe. Ah, wir haben noch keine Zeit. Leute, wo ist der Weg? Hä? Achso. Ach. Erstmal den Weg finden. Jetzt seid doch nicht so fett. Lass mich doch durch. Ich bezweifle aber stark, dass wir hier irgendwelche Teddys finden. Bin ich mal ganz ehrlich zu euch. Es sei denn, es gibt merkwürdige Minenarbeiter. Soll es ja auch geben. Was war das denn für ein Geräusch? Wie süß. Oh, den hätte ich als Haustier mitnehmen können. Bergarbeiterheim. Ich glaube, sowas braucht dich, oder? Ja. Yeah. Gut zu wissen. So, braucht dich auch so eine Lampe? Nein. Aber man weiß ja nie. Sicherheitshalber. Wir könnten sicherheitshalber noch gucken. Falsche Taste. So, Welt. Welt. Bergarbeiter. So, melde dich an, Firmenhauptsitz. Erhalte eine Grubenlampe. Den Rest haben wir alles schon, ne? Wir brauchen nur noch eine Grubenlampe. Die wird aber leicht zu finden sein. Kohlevorkommen. Und die ganzen anderen Adern. Na gut. Das kriegen wir auch noch hin.
Stand da nicht gerade jemand? Mein Watz funktioniert nicht durch die Wand. Da ist auch noch ein Weg. Es gibt hier eindeutig zu viele Wege. Wieso gehe ich hier überhaupt irgendwo rein, wenn ich weiß, dass ich keine Zeit habe? Jag sie doch. Jag sie hoch. Okay, Leute. Der Boss wollte, dass ich euch Anweisungen hinterlasse. Da ihr die Mine anscheinend nicht ohne meine Hilfe betreiben könnt. Wir jagen hier heute alles hoch. Die Löcher sind gebohrt, also stopft das Dynamit hinein und macht es zündbereit. Sorgt dieses Mal dafür, dass alle weit genug weg sind. Tommy, Finger weg vom Auslöser, klar? Deinetwegen sind wir diesen Monat zwei Leute weniger. Karl, du hast das Sagen. Versau es nicht. Ich möchte jetzt, ich bin wieder am Anfang. Anscheinend haben sie es versaut, weil sie haben nicht alles hochgejagt. Wir haben den Weg zurück zum Anfang gefunden. Das war die Quest. Tja, Wahnsinn. Ich weiß nicht mal, wofür ich die Kohle brauche. Aber wir haben es jetzt. Also von daher. Ist ja auch egal. Ich glaube, Kohle kann man auch für medizinisches Zeug benutzen, ne? Exit. Hier ist ein Ausgang. Ist ja crazy shit. Oh, ich hab das Sagen. Du hast das Sagen. Karl, du übernimmst die Verantwortung, solange ich fort bin. Glückwunsch. Und nein, das heißt nicht, dass du so lange mehr verdienst, aber es wird sich auf deinen Lebenslauf gut machen. Der Lagerkäfig ist abgeschlossen. Den Code findest du in deinem Spind. Kontrolliere vor dem Abschließen immer alles doppelt. Einige der Jungs vergessen manchmal das Zeug wieder zurückzulegen, Greg. Was für ein Code? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den jetzt zu knacken. Oh, auch keine Zeit. Stattdessen gehen wir mal hier hin zu den Spinden. Grubenlampe. Easy going. Irgendwelche Knochen, alles klar, in der Dusche. Da hat sich jemand wohl ein bisschen zu sauber geduscht. Okay, und hier ist nichts mehr. Na gut, ein Safe, den man knacken kann. Oder einen Schlüssel suchen kann. Den muss man nicht öffnen. Okay, das war eine sehr seltsame Quest. Sammle Kohle und dann... Ich glaube... Wir sind in den Ausgang reingegangen und jetzt gehen wir zum Ausgang raus. Zum Eingang raus. Das kann sein. Egal. Wir brauchen noch zweimal den Feuerhut. Und der wird heute gesucht. Ja, gut. Tat die Sache. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich selbst verarscht. Oh, eine ominöse Höhle. Oh, das war... Ich hab das Opossum von hier hinten aus getötet. Alter. So, wo befinden wir uns? Ich scheiß auf Kohle. Ach. Ich hab doch die Quest beendet. Nein. Scheiß drauf. Ja, der Feuerhut ist am Vergammeln. Wir haben keine Zeit dafür. Ich... Dämlicher Perfektionist kann das einfach nicht abhaben. Noch mehr Possums, aber kein Kaninchen, oder? Oh, das war ein Fuchs. So, wir sind jetzt bei Smugglers Show. Wir müssen in die Richtung.
Ha! Vom Weiten erledigt. So, zwei Feuerhüte, Leute. Das kriegen wir doch hin. Ich glaube, wir müssen wieder zurück dahin. Weil da war die Wahrscheinlichkeit tatsächlich am höchsten, dass wir die Dinger gefunden haben. Weil die waren da echt... Die haben sich da gestapelt. So sollte es da nicht noch mehr geben. Also gehen wir über die Berge da hoch. Der Feuerhut ist am Vergammeln. Der Timer läuft. Wir haben leider keine Zeit mehr. Fühle mich gerade wie bei 24. Man irgendwie nur noch ganz kurze Zeit hat, etwas zu erledigen. Es ist zwar keine Bombe, die ich entschärfen muss, aber... Ich meine, ich habe keinen Bock, das nochmal zu suchen. Das ist eine reinste Quälerei gewesen. Ach, Arctos Farmer. War das nicht ein anderes Gebäude, Arctos Farmer? Er stöhnt mir hier ins Ohr. Level 1 Verbrannter, ist klar. Ich habe übrigens die Quest einmal geschafft. Dabei habe ich offscreen ein bisschen gefarmt und dann hat jemand das Event gestartet und da waren da plötzlich ganz, ganz viele und dann habe ich es gemacht. Und ja, man bekommt schon das eine oder andere Gute. Jetzt nichts, was man... worüber man sich jetzt so krass freuen kann. Es ist halt wie bei normalen Event auch. Bekommst du halt ein paar Sachen. Und dann kann man sich freuen. So, wo sind wir jetzt? Falsche Richtung, Leute. Falsche Richtung. Na, Ladies? Wir brauchen leider dieses Level-Up. Es tut mir leid, liebe Hirschis. Aber irgendwer muss immer leiden. So, Konzentration. Wir brauchen Pilze. Die haben wir das letzte Mal irgendwo aufgehört zu sammeln, ne? Schon zwei Stück. Direkt neben da. Kurz mal gucken, wo ich bin. Okay. Wir laufen in die richtige Richtung. Alter. So, hier haben wir die Feuerhütte gefunden. Hier muss es noch mehr geben. Guck mal, noch mehr Schnapsriert. Gut, dann wissen wir schon mal, wo wir das finden, wenn wir mal welches brauchen. Hilft uns leider immer noch nicht bei den Pilzen. Pilze sind das Problem. Wie kann das nur sein? Weißt du, da musst du auch noch Geld ausgeben für so einen dämlichen Kühlschrank. Damit sowas auch hält. Dann hätte ich auch kein Problem damit, wenn ich so einen Kühlschrank hätte. Also aber nicht heißt, dass ich jetzt mehr Geld schnappe und mir so einen Kühlschrank hole. Nee, nee. So blöd bin ich nicht. Wo bin ich jetzt? Okay, wenn wir jetzt in die Richtung laufen. Au. Na, guck mal, da hinten ist was. Vielleicht können wir das direkt mitnehmen. Nö, das ist auch nichts. Pustekuchen. Na gut, dann nicht. Du wirst nicht. Die Geräusche, die sie machen, ey. 1A. Der Sprecher muss eine Menge Spaß gehabt haben. Okay. Vielleicht sind sie ja mittlerweile nachgewachsen.
Oh, die Verzweiflung kickt, Leute. Wir hatten so viel Glück und plötzlich... War eigentlich klar, weißt du. Findest du eine Million Feuerhut, fehlen dir noch zwei und die findest du nicht mehr. Ah, ein Feuerhut. Ja. Fehlt nur noch einer. Oh. Wir sind mit Ziel so nah. Wir werden nicht einen einzigen mehr finden. Komm schon, gib mir einen Feuerhut. Was bist du? Eisenader. Von dir kann ich doch ein Foto machen. Hä? Doch jetzt. Oh. Natürlich, das Einzige, was ich schon hatte. Oh, Feuerhut. Oh, ja. Wir haben es... Oh, endlich. Halleluja. Endlich geschafft. Okay. Ab nach Hause verwerten. Oh. Ich bin so glücklich. Oh. Es gibt erstmal einen Siegesschluck. Junge, was für eine Scheiße. Jetzt komme ich an. Alles vergammelt. Das wäre mein Glück. Alles vergammelt. Oh, schnell. Ah ja, ich habe genug. Ich habe 9 Feuerhüte. Ich habe einen zu viel. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Ja, weißt du was, dann können wir noch einen herstellen. Dann machen wir hier mal wegen hier noch. Sonst vergammelt mir das alles weg. Geil. Wir haben es geschafft. Haben wir irgendwelche Krankheiten, die wir zu beseitigen haben? Werden wir schon jetzt Heilmittel ohne Ende haben. Nö, jetzt habe ich keine Krankheiten mehr. Na gut, dann halt nicht. So. Was machen wir als nächstes? Ich habe gerade noch überlegt, wir haben ja wahrscheinlich noch sehr viele sonstige Quests, ne? Sammle und behalte die White Springs Holobänder. Sprich mit den Anstaltsleiter über die Gefängnisroboter. Folge dem Weg der Aufseherin. Hat das irgendjemand mal geschafft? Irgendwann mache ich das. Irgendwann. Leute, irgendwann gibt es die Rakete. Stattdessen gucken wir, was als nächstes auf unserer Liste steht. Puh. Welt. Okay, wandern. Koche Wasser. Einfach iss Hot Dogs. Fehlt noch einer. Iss Pemmikan. Smorris. Stelle ein Zelt in einer Werkstatt auf. Ja. Besuche den Ausguck von Lager Adams. Auch einfach. Besuche den östlichen Ausguck in Kanawha. Ja gut, die Ausgucke, die kann man als allerletztes machen. Sammeln. Nuka-Cola. Es gab ja noch eine andere Nuka-Cola, ne? So, Nuka-Cola-Ort. Oh Gott, ich hab's im Auge. Alte Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Der Mottenmann kommt. Dass ich davon nichts gefunden habe im Mottenmann-Museum, ist auch ein bisschen fraglich, ne? Da erhält eine Geschichte aus den Hügeln, der Fluch des Wendigo. Aber einen habe ich ja schon gefunden. Die Unaufhaltsamen werde ich auch niemals finden. Wobei, da haben wir doch ein Perk, ne? Es gibt einen Perk, da kann man Magazine finden. Und ich glaube, das sollten wir machen. Klingt logisch.
Zerstörroboter mit einer Aggressoton-Klinge. 30 Stück. Ich hab doch eine Aggressoton-Klinge, ne? Nur wo sind die Roboter schwach genug? Diese kleinen, hier russischen Viecher. Das sind ja auch Bots. Schieße mit deiner Kamera ein Foto eines Augenbots. Ah, da habe ich gerade neulich einen getötet. Heute in der Folge erst. Okay, Fotos von irgendwelchen Viechern. Spiele ein Musikinstrument in Lukaschein. Ah, das können wir auch noch machen. Teilarbeit, stelle Rüstungsteile her. Wir brauchen noch einen Flammenwerfer. Stelle ein Schwert her. 1 von 5. Verwerte Red Hirsch. Nein! Die Red Hirsch. Oh Gott. Ah, wer denkt denn auch sehr daran? Oh, okay, die nächsten, die wir finden, die müssen wir auf jeden Fall kaputt hier machen. Pflanze Brombeeren. Karotten. Oh, ich habe doch Karottenpflanzen. Umschwärmt. Nee, mach ich jetzt nicht. So, ich habe doch Karottenpflanzen, soweit ich weiß. Naja, zumindest eine Brombeere kann ich pflanzen. Aber rein theoretisch habe ich ja doch eine Karotte. Dann machen wir so. Dann verwerten wir sie. Und pflanzen noch eine Karotte. Haha! Ausgetrickst! Okay, dafür ist es jetzt verbuggt. Aber scheiß drauf. Wir haben die Karotte ausgetrickst. Sehr schön. So soll das sein. So, was haben wir noch? Kann man noch mehr tricksen? Bei Gartenbau. Stelle Dünger her. Na! Ah, ich brauche mehr vergammeltes Zeug. Pflanze Brombeeren. Ach, muss ich noch ein? Okay. Pflanze Melonen. Ja, das kriege ich auch noch hin. Brombeeren und Melone. Melone habe ich ja hier erst gepflanzt. Können wir also noch ein bisschen was austricksen. So, Brombeere. Nenn mich den Trickmaster 3000. Wo ist meine Melone? Ah, da auch. Guck mal, da wächst sogar was. Geilo. So. Nur mit dem Kürbis haben wir noch kein Glück gehabt. Oh, ich hoffe, ich den finde. Ja, easy. Okay, haben wir noch im Gartenbau irgendwas, was man so einfach lösen könnte? Sowas gefällt mir. So Spiel austricksen. Ich stehe drauf, die Spiele auszutricksen. Da fühlt man sich immer klüger als die Entwickler. Was manchmal nicht so schwer ist. Manchmal. Nicht immer. So. Kürbisse. Ja. Der Rest ist nur töten. Ja, gut. Aber ich würde sagen, damit haben wir einen guten Abschluss gefunden für die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir uns das Sammeln natürlich erstmal wieder nach hinten stecken und Orte besuchen und dann schauen wir mal, was dann kommt. Ups, haut rein, euer Zero. Tschüss.